Die Partnerschaft mit dem FSV Zwickau bedeutet uns als MN ganz besonders viel. Das ist natürlich eine sehr wichtige und eine richtungsweisende, die wir auch als Verein als extrem positiv sehen in der Volkswagen-Gruppe, dass uns MAN hier für die Zukunft unterstützt, auf unserem Weg, auf dem Weg, den nächsten Schritt im Verein zu machen. Ja, also es ist eine ganz tolle Botschaft für unsere Fans in erster Linie, natürlich auch für die Stadt Zwickau, für die Region und auch für unseren Partner MAN, der uns immer zur Seite steht, diesen Bus natürlich in Europa zu präsentieren. Das ist ein extrem hoher Komfort, auf lange Strecken ausgelegt. Wir haben hier auch eine besondere Innenausstattung, wo wir sehr hohe Beinfreiheit haben, wo sich die Spieler nach dem und vor dem Spiel entsprechend entspannen können, vorbereiten können. Wir haben hier auch sehr hohe Sicherheitstechnik verbaut. Das heißt, alle Assistenzsysteme, die es heute gibt, sind in diesem Fahrzeug enthalten, sodass eben auch nicht nur die aktive, sondern auch die passive Sicherheit gegeben ist. Da wir ja ein Verein sind, der grundsätzlich zu den Auswärtsspielen mit dem Bus fährt, ist natürlich der Komfort im Bus für die Jungs ganz wichtig. Es ist ihr zweites Zuhause, wenn ich mal so nennen darf. Wir fahren Strecken bis zu 600 Kilometern. Wenn ich den Bus mir so anschaue, sind Tische drin, die Beinfreiheit ist gegeben. Ich denke, die Jungs werden Spaß haben und wir hoffen, dass wir dann auch dementsprechend sicher mit den ganzen Futures, die der Bus bietet, bei unseren Zielen ankommen. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt auch für den Verein. Wir sind ja auch innerhalb des VW-Konzerns hier in Zwickau verbunden. Wir sind da hier engagiert und da lag das auf der Hand, dass wir mit in der VW-Familie als MAN uns hier engagieren. Yo! Ja, es ist wieder ein Zeichen. Es ist wieder ein Zeichen, was der Verein gerade macht, dass wir in dieser schwierigen Phase einen Partner mit MAN gefunden haben und dem Reisedienst Kaiser, wo wir alle wissen, dass momentan die Branche durch Corona natürlich am Boden liegt, aber die drei Partner haben sich an den Tisch gesetzt, haben gemeinsam gesagt, okay, wir gehen einen Schritt. Es ist eigentlich aus einer Idee entstanden, dass ein Bus von dem Gegner bei uns stand, ich dann den Kollegen angesprochen habe von MAN, wie es heutzutage ist, per WhatsApp, dann eine relativ schnelle Antwort gekommen ist auch und so sind wir an den Tisch gekommen und der Herr Kaiser vom Reisedienst Kaiser ist sofort in dieses Boot mit eingestiegen und jetzt haben wir dieses tolle Projekt, was hier steht. Und sind echt stolz drauf und werden jetzt Gas geben für die nächsten Tage, dass wir die Klasse sichern, den Pokal. Das ist das große Ziel neben dem Klassenerhalt. Ich würde mich freuen, wenn der Bus wieder mal im Stadion einläuft, ganz viele Leute um den Bus herum und wir feiern können. Und ich glaube, das ist das Ziel in den nächsten 4 Jahren, hier wieder Erfolge zu fahren. Also das beste Highlight, was mir jetzt einfällt, ist natürlich, als wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, als dann der Bus von Blauen nach langer Verzögerung endlich dann in Zwickau auf dem Hauptmarkt angekommen ist und alle Fans haben natürlich dort gefeiert und alle waren happy, dass wir endlich diesen Sprung geschafft haben. Das Zeichen ist ja dafür, dass auch der Verein diesmal gemeinsam mit dem Reisedienst Kaiser und MAN hier das erste Mal einen eigenen Mannschaftsbus auf den Weg bringt. Und wir alle wissen, 2014 hatten wir das erste Mal einen Mannschaftsbus, sind dann 2 Jahre später in die nächsthöhere Liga aufgestiegen. Ja, vielleicht ist es ein Revival, dass wir in 2 Jahren vielleicht auch mal das nächste Thema angreifen können, gemeinsam hier in der Region mit den Sponsoren und Partnern den nächsten Schritt in die nächste Liga anzugehen. Also die schönsten sind natürlich, wenn die Mannschaft von den Auswärtsspielen mit 3 Punkten heimkommt. Dann freuen wir uns immer alle und sind alle happy und gucken nach der Tabelle, wo stehen wir jetzt, wo können wir noch hin. Ich wünsche dem FSV Zwickau an dieser Stelle auch wirklich eine gute Saison in diesem Jahr, die ja mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Und insbesondere für die Zukunft wünsche ich dem FSV, dass sie wirklich oben dabei sind und den richtigen Einsatzbus, den haben wir jetzt ja. Ich wünsche den FSV alles Gute, dass wir diese Saison erfolgreich abschließen und natürlich mit dem Auge in die zweite Liga. Und wir wünschen allzeit gute Fahrt und viele Punkte in den Auswärtsspielen.